Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Makedoniern, mit den Alexander 2.0, den großen. Genau, letztes Mal haben wir diese da verloren an die Römer und jetzt hat's der Spartakus. Juhu. Ich habe mich jetzt. Wieso ist da so fett minus? Warte mal. Okay, minus 2 geht gleich weg. Steuern, Sklaven, Instabilität der Provinz. Warum? Okay, da schauen wir mal, wie es dann in zwei Runden ist. Ich habe mich entschieden, dass wir jetzt gegen Galatien Krieg führen. Es ist nicht ganz korrekt, was ich hier jetzt mache. Also es ist so, dass Makedonien bzw. Alexander der Große hat hier das da also so erobert wie wir und ist dann hier runtergegangen. Aber gleichzeitig hat er hier weiter, also das waren halt dann seine Generäle, die hier dann diese Pontus quasi die Provinz fertig gemacht haben und hier das da. Und genau danach sind sie erst Richtung, nicht danach, sondern gleichzeitig sind sie nach Syrien runter und eben da nach Alexandria. Ich werde ein bisschen warten, weil Parthien zum Beispiel, diese, Seleukiden sind hier. Ich will mal wissen, wie groß jetzt wirklich die Seleukiden sind. Weil wenn die, also das da gehört den Seleukiden, das da weiß ich nicht. Das auch nicht, das auch nicht. Jerusalem gehört auch denen. Weil der Rest gehört Nabatea. Achso, okay. Nabatea, Nabatea, Nabatea. Okay, das gehört alles Nabatea. Alexandria ist, als einziges. Okay, hier gehört den Seleukiden nur die zwei Länder. Und hier, warte, schaue ich auch gerade. Gehört. Okay, also die Seleukiden sind sehr dünn gesät. Jetzt schaue ich mal kurz. Achso, ich kann denen gar keinen Frieden anbieten. Warte, oder? Warte mal, warte mal. Kein Geschenk. Niedrig, okay. Ihr seid kein geduldiges Volk, hm? Die sind neutral, aber trotzdem unsere defensiven Verbündeten. Ich überlege auch. Also auf jeden Fall werden wir hier jetzt erstmal Galatien. Da muss ich auch mal schauen, ob die uns mögen. Ah, schlecht ist es nicht. Warte mal. Okay, also die wollten beides nicht. Die wollten keine. Kein Nicht-Angriffspakt und die wollten keinen. Die wollten auch kein. Kein Handelsabkommen. So, ich glaube, diese Runde sind wir mehr oder weniger fertig. Genau, wir haben alles bewegt, was zu bewegen ist. Dieser da ist nicht von uns, ne? Genau. Ah, genau, Politik. Die dürfen wir nicht verpeilen. Minus 10. Kostet 1200. Mache ich mal jetzt nicht. Ah, ich hab ja viele Kinder. Das ist ganz gut. Warte mal. Kann ich dich verheiraten? Noch nicht. Lokale Region ist immer gut. So. Kann ich dich in die Schule? Nope. Schule? Nee. Und hier zwei Mädchen. Naja, okay. Dann mal Runde BW enden. So.
Da bin ich mal gespannt, was jetzt der Römer macht. Alter. Also, Seleukiden sind gerade echt am Bobbes. Da habe ich natürlich die Hoffnung, dass Nabatäer und Rebellion. Ja, okay, das war ja. Flotte brauche ich nicht. Warnungsschuss verfällt. Mission erteilt. Besiegt folgende Legion. Warte mal, komme ich da hin ohne? Ja. So, bekomme ich 500. Sehr gut. Und dann bin ich mal. Wieso hatte der so wenig nur noch? Naja. Dann. Ah, nee. Warte, ich bleib mal hier. Weil da habe ich gerade positiv und ich warte, dass die Römer das zurückerobern. Hier werde ich jetzt zurückmarschieren. Ich hoffe, dass Parthien. Alter, echt jetzt? Also die. Also Pergamon ist jetzt gerade echt aggressiv gegen die Seleukiden. Ah, sowas von aggressiv, das kenne ich gar nicht von denen. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz. Nee, nein, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Hör auf. Lass das. Genau, das ist mein Klientel. Das ist halt ein bisschen krass, wenn mein Klientel so heftig aufblüht. Fanny, das macht die eigentlich. Okay, nee, okay, plus 200. Das macht die nicht zum potenziellen Feind. Aber trotzdem muss ich halt. Ich muss eigentlich trotzdem in Richtung Alexandria. Okay, hier ist noch eine kleine. Aber das ist halt keine. Wieso sehe ich die eigentlich nicht? Das sind meine Verbündeten. Wieso sehe ich die nicht? Das ist ja voll bescheuert. Ach, die gehört auch noch dazu. Tja, dann würde ich mal sagen, werde ich gleich mal hier einen Spion machen. Die ist gut. Die brauche ich nicht so. Warte. Ja, zwei. Ja. Ausführungskosten sind zwar höher, aber trotzdem. Trotzdem habe ich dann die. Oh, ja, verdammt, jetzt habe ich Knossos vergessen. Ah, nee, habe ich nicht. Gut. Was wollte ich gerade sagen? Genau, der hat den gerade verscheucht. Ich muss jetzt schauen. Genau, plus 2%. Ja, der. Okay. Ist halt doch um einiges stärker als die anderen jetzt. Was ist jetzt? Ist das mein Feind? Die Pflicht ruft. Achso, okay. Das ist nicht meiner. Deswegen. Natürlicher Tod, Admiral. Zu alt geworden. Meisterin des Handels. Eine Frau hat ein außergewöhnliches Talent für Handel bewiesen und vor kurzem ein Vermögen für ihre Familie verdient. Gerüchten zufolge hat sie neue Quellen seltener Güter in fernen Ländern entdeckt. Ihr könnt sie anheuern, damit sie eure Schatzkammern füllt oder euch weiterhin auf bestehende Handelsrouten verlassen. Was zweifellos eure Nachbarfraktion gefallen würde. Ja, nö. Wieso sollte ich denen gefallen? Wie sieht es da eigentlich mit der Garnison aus? Begniere? Die plündern? Ja, das. Okay, da ist jetzt minus 3 nur noch. Das ist gar nicht so schlecht. Ich brauche Erkenntnis, Forschung, Wohlstand. Okay, dann warte. Hier hatte ich jetzt 4 Forschungsrate, 6 Forschungsrate,
Hier habe ich jetzt 10 Forschungsrate. Ja, komm, 10 Forschungsrate. Das ist gut. Da ziehe ich meinen Hut. So. Jetzt scoute ich da mal ein bisschen. Okay, Freiherr-Banner sind jetzt nicht so. Mit wem sind die eigentlich im Krieg gerade? Die sind ja mit Kolchis und Sklaven. Ah ja, okay. Und von wem ist der? Der da ist von da hinten, oder? Warte mal, muss ich kurz mal schauen, von wem ist der? Sehe ich gerade gar nicht. Okay, ich begib mich mal an die Grenzen. Mit der scoute ich dann mal da. Weil es bringt ja nicht, Krieg anzufangen und dann hier Platz zu machen, wenn hier irgendwie 30.000 Armeen drin sind. Ich habe jetzt ziemlich positiv viel Geld. Ach, es ist wieder römisch. Das gefällt mir. Hallo, hier kommen die Verteidiger von Pella. Grüß Gott. So, wieder rausgeschmissen. Besetzt. Das ist sehr schön. Der hat jetzt. Ah, aber das ist nicht meiner. Nicht. Doch, doch, das ist meiner. Oder? Warte mal. Ja, natürlich ist das mal. Wo ist der? Da ist der. Ja. Genau, das ist meiner. Deswegen bekommt er auch eine saftige Tradition. Und zwar Waffenschaden. Ah, das ist, nee, ja, das ist nicht schlecht. Und der bekommt nochmal einen General dazu. Haha, ich war schneller. Bogenschützen. Garnison, Heerbanner, Pikeniere. Ja, das, also Garnison ist jetzt auch nicht viel stärker. So. Gut. Ich muss immer noch überlegen, was ich dann mit der mit den Spartanern mache. Okay, hier habe ich jetzt drei Pikeniere. Fehlen noch zwei und ein paar Hopliten. So. Und dann kommen noch Fernkämpfer dazu. Super. Gut. Nächste Runde. Okay. Also, wer mein Let's Play mit den Jake verfolgt, da bin ich ja Seleukiden und er ist Sparta und wir machen ein Let's Play against. Also gerade ist es natürlich noch together, aber wir spielen trotzdem ein bisschen gegeneinander, bis wir halt uns unsere Grenzen aneinander stoßen lassen und dann kämpfen wir wirklich gegeneinander. Und da ist es wirklich so, dass meine Tochter wird erwachsen. Politiker. Mission erfolgreich. Ziel erteilt. Okay, bla bla. So, und da ist es halt wirklich so, dass die Seleukiden, die sind sehr schnell, sehr groß. Also mit denen bin ich auch riesig jetzt. Und Jake ist halt noch winzig mit Sparta. Und an sich sind die Seleukiden am Anfang doch recht leicht, aber sie werden sehr schnell ziemlich schwer. Und das ist, weil aus einem ziemlich einfachen Grund, weil sie ja, sehr viele Feinde haben. Und das sieht man hier an den Seleukiden. Die wurden jetzt von Parthien extrem zurückgedrängt, von Nabatäer.
Und jetzt sogar von Arachosus ist das. Und Arachosien. Okay. Und ja, die Seleukiden haben am Anfang sehr viele Klientelkönigtümer, aber die sind nicht sehr freundlich gestimmt. Beziehungsweise die gehen sehr schnell auf Krawall. Und deswegen ist das nicht ganz so töfte. So, jetzt gehe ich mal hier hin. Und dann nächste Runde erklären wir den Krieg. Warte mal, ich kann sie jetzt auch schon. Warte. Ich kann sie jetzt auch schon ein bisschen provozieren. Warte, das war hier, oder? Genau, Stadt. Stadt. Okay. Okay, hier die Kavallerie ist gut. Hier ist die noch nicht so gut. Aber hier habe ich echt. Oh Mann, hier habe ich schlechte Kavallerie. Autsch. Verdammt. In 3 Runden habe ich gute Kavallerie. Wo habe ich denn gute Kavallerie hier? Verdammt. Warte mal, kannst du? Du kannst doch als sicher. Genau. Bürgerkavallerie. Sturmangriffsbonus haben die besser. Nahkampfangriff. Okay, dann mache ich nochmal 3 von denen, damit dieser Bonus nicht komplett umsonst ist. So, dann lasse ich die beiden noch ein bisschen rumoren da unten. Wir müssen auch bald mal aufpassen wegen den Sklaven. Weil die bauen sich jetzt natürlich auf. Und das ist nicht ganz so super. Weil da habe ich nur eine kleine Flotte. Ich könnte auch einfach die Flotte wieder aufbauen. Was ist das jetzt? Ah, das ist die Rebellenarmee. Ah, okay. Warte, der hat sehr viel Kavallerie. Das ist ganz gut. Obwohl, das sind Fernkämpfer. Na, das ist nicht so gut. Der hat ja schon relativ viel Fernkampf. Aber, wir wissen das ja, der kämpft manchmal nicht ganz so clever mit den Pferden vor allen Dingen. Deswegen einfach Phalanx hinstellen und warten, dass er reinrennt. Das hat sich schon öfters ja, bewährt. Aber an sich hätte ich null Chancen gegen den Never Ever Nada. So. Super. Ich stelle mich mal. Wo stelle ich mich auf? Nee, weil hier kann er von der Seite reinholzen. Die müssen Platz tauschen. So. Ja, die Städte sind immer nicht ganz so Töfte mit dem. So. Super. So, mal schön Brandpfeile. Dann tut es auch richtig weh. Also halt der Moral tut es dann weh.
Willst du nicht? Krass, der hat sogar Ding dabei. Dieses Mal ist der echt ein bisschen klüger unterwegs. Dieses Mal ist er wirklich klüger unterwegs. Und zwar um einiges klüger. Ja, der ist um einiges schlauer. Schade. Ja, der hat mich sehr gut auseinandergenommen. Das muss ich schon sagen. Das ist super, was der gerade gemacht hat. Das ist auch sehr gut. Ja. Sehr gut. Cool. Also natürlich scheiße für mich. Jetzt muss ich... Jetzt muss ich wieder das erobern. Aber richtig gut. Das feiere ich gerade ein bisschen. Dass der nicht so dämlich in eine Phalanx einfach reingeritten ist. Cool. Das zeigt einmal mehr, niemals euren Feind unterschätzen. Das ist eine sehr wichtige Ansage. Vor allen Dingen hier komme ich halt echt schlecht hin. Und jetzt ist Knossos wieder da. Da nicht Knossos, sondern ach echt jetzt. Hyper. Ja. Aber ja, Knossos. Na dann. Flotte aufstellen. Neue Flotte. Neue Flotte. Feuerflotte. Entschuldigung, ich lasse es. Ich lasse es. Siedlung verloren, Flotte zerstört, Fraktion steigt auf. Dann gehe ich mal wieder zurück. Und Galatien. Wieso sagt sie jetzt, mein Freund? Das ist blöd. Naja, egal. Entschuldigung. Da kann ich eh nichts verwenden. Ja, Essen ist gut. Das habe ich schon so. Entschuldigung, tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid. 1000, das lohnt sich nicht. Entschuldigung. Weil jetzt hatte er wahrscheinlich hier große Probleme und ich bin.
Mann, jetzt habe ich schlechtes Gewissen. Super, Tobi, super. Was mache ich hier? Hier habe ich jetzt eine Vollstack-Armee, ne? Ja. Wunderbar, das ist ja wunderbar. Manufaktur durch Handel. Bergbau. Mache ich mal durch Handel. Plänkler-Kavallerie. Minus 2, minus 4. Ups. Okay, das lasse ich. Ja, wobei, nee. Nee. Weil ich habe gerade nur noch 10 Nahrung. Das ist zu wenig. Minus 4 Nahrung. Nee. So. Jetzt scout ich noch ein bisschen. Der hat ja echt gar nichts mehr. Felsenfest, gut, ich bin immer noch felsenfest. Das ist wunderbar. Ach, Tradition. Alexander Stolz. Super. 10% Waffenschaden mit Speeren. Das ist natürlich super. Okay, aber ich mach das da. Gefährten mit Kavallerieeinheit arbeite ich am meisten jetzt hier. Oder werde ich viel arbeiten. Und dementsprechend ja, werde ich das hochpushen. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dann.